Dann gucken wir mal. Du bist der Tattoo-Typ. Die Sachsen unterteilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete. Hey Boy, hier drinnen. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe, denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Entschuldigung, ich war gemutet. Mach dich mit deinem Raum. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Ich hoffe, dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen. Während unser Ruf in diesen Landen wächst und wir neue Freunde und Verbündete gewinnen, wird es wichtig sein, ständig mit ihnen zu bleiben. Okay. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Drangenlager, siehe, wir haben folgende Raum. Wir haben gerade für die Bruderschaft, Stahl, Kriegerlager. Bruderschaftshaus. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich die bauen soll noch. Nicht viel, aber mein eigen. Okay, da ist irgendwann, mit dem ich noch quatschen kann. Gern im Langhaus. Ich fühle mich wie ein Jarl. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Bruderschaftshaus habe ich doch schon gebaut. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Nein, danke. Jetzt und hier? Was sagst du? Nein. Nein, jetzt nicht. Ich verstehe. Vielleicht später. Ein Bruderschaftshaus müssten wir ja schon gebaut haben. Das ist ja... Reite beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Morgen, Eivor. Ruhe dann. Lebe wohl, Eivor. Ich habe noch kein Pferd für dich. Wie kommt es, dass du solch eine Verbindung zu Pferden hast, Ruadan? Sie waren mir in der Jugend die besten Freunde. Was macht er mit seiner Hand? Ein kränklicher, stotternder Junge und nur die Pferde lachten mich nie aus. Mit der Zeit begann ich, sie so zu verstehen, wie du Menschen verstehst. Ich höre ihnen zu, wenn sie sprechen und umgekehrt. Ich muss los. Bis bald. Ich habe noch kein Pferd für dich. Dieses wird gebraucht. Alles Gute. Danke. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann.
Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. So. Ein neues Zuhause. Eivor, mein Stall ist noch etwas leer. Aber wenn du mir einen besseren bauen kannst, besorge ich dir die besten Pferde. Ein voller Stall wäre eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Mach mal eben das zuerst. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie man das erweitert. Also ich habe ja schon die Schmiede und so gebaut, aber da wurde es mir ja angeboten. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald. Bis bald. Eine Ehre, dich wiederzusehen, Eivor. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Das Große. Guck mal, können wir uns eigentlich mal gleich dran gewöhnen hier. Können wir uns mal gleich dran gewöhnen. Machen wir dann ein Foto. Nee, so nicht. Keine Ahnung, wie ich ein Foto mache. Ja, da bin ich auch gerade dabei, das mit der Siedlung du wolltest mich sehen. Erforschen. Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Stimmt, wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestaschir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Außerdem hat unser junger Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen. Ich habe auf der Karte verzeichnet, was er erfahren konnte, falls du mehr wissen musst. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Bündniskarte. Wenn deine Siedlung in Lallangwachsen gedeihen sein muss, dein klaren Bündnis schließt. Guck dir deinen Wunsch nach einem Bündnis. Okay. Okay. Ein paar Gebiete. Ich habe es mir anders überlegt. Achso. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich wollte eigentlich erstmal zu den... Erzähl mir mehr über Legrakestaschir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Okay. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedon ist recht weit im Norden, am Trent. Alles klar. Entschuldigung, ich wollte mir das erstmal hier anschauen. Du hast 300 hier, du kannst damit... Okay, also, du kannst die Stadt aufbauen. Ich habe zum Beispiel, was ich schon gebaut habe, ist eine Schmiede. Da. Und ein
Bruder, da oben ist Stall, den kann man ausbauen. Ne, das ist das Assassinenbruderhaus. Wenn du dieses Haus gebaut hast, schalten sich diese Assassinenaufträge hier, diese Ordensaufträge frei, die du dann jagen musst, bla 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 bla, bis zum Obersten. Das ist, läuft parallel. Dann hast du hier zum Beispiel eine Schmiede. Wenn die Schmiede, je mehr die gelevelt ist, desto besser kannst du dir die Waffen verbessern lassen. Was kannst du mir heute anbieten? Ich habe keine Materialien. Mächtiger aus. Du kannst noch viel mehr Sachen. Ich muss aber auch erst reinkommen. Also ich habe ja noch nicht nochmal gespielt. Ich habe ja gestern nur die paar Stunden gespielt. Ah, hier kann ich Verzierung hinstellen. Du kannst eine Fischereihütte bauen für Nahrung und kannst eine für deine, hätte ich beinahe gesagt, für die Mitarbeiter, für deine Soldaten kannst du so eine Trainingshalle bauen und so weiter und das kannst du dann irgendwie auch aufbessern. Ah, warte mal, hier kann ich das. Hier kann ich das Kriegerlager bauen. Siehst du aber, da fehlen mir Materialien. Raubzüge sind der sicherste Weg. Und dafür, genau, und dafür muss ich Raubzüge machen. Raubzüge sind dann das hier. Ansonsten kriege ich Materialien natürlich auch in der Open World. Siedlung zu finden. Ja. Das ist so. Aber du kannst auch irgendwo so eine Fischereihütte bauen. Noch nicht rausgefunden, wo und wie. Also am Anfang wurde mir geraten, erstmal die Assassinenhütte zu bauen, da oben. Und eine Fischereihütte zu bauen. Aber ich habe noch nicht gefunden, wo die... Weil das hier ist es... Ja, keine Ahnung. Die Map. Das ist... ein Teil von, also England, komplett England, das kannst du da nicht raus. Northumbria, hier oben ist eigentlich, wie seid ihr noch weiter? Dann ist Mercia, East Anglia, Wessex. Aber hier, empfohlene Stärke 340. Moin! Empfohlene Stärke 160. Hauptzug. Das sind die, Ordenstypen hier. Also ich muss jetzt auch erstmal mit zurechtkommen. Ich muss erstmal ein paar Stündchen spielen, um mit dem Spiel mich vertraut zu machen. Okay, das war dumm. An die Ruder. Okay, wir fahren in die richtige Richtung. Oder nee, das ist da. Schauen, ob das funktioniert. Wie ich es mir vorstelle. Ja, yeah, ich glaube ja. Also ich hatte irgendwo gelesen, dass du das Schiff auch vergrößern kannst. Wobei, das macht nicht so viel Sinn, das zu vergrößern. Du kannst es irgendwie verschönern oder so. Weil du bist ja eh nur auf... bist ja nicht im Meer unterwegs, du bist ja nur auf den Flüssen unterwegs. Okay, wir haben jetzt Stärke 23. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Mehr Segel! Also ich glaube, du kannst es nicht vergrößern, du kannst es nur verschönern. Also optisch.
Weil tatsächlich die Schiffe waren damals nicht größer von denen. Es wird jetzt nicht Sinn machen, mit einem Dreimaster hier lang zu fahren. Das wäre nicht realistisch. Kloster Lancaster, das habe ich schon erobert. Da habe ich schon Beute zugemacht. Warte, guter Skalder. Ich folge jetzt der Hauptstory-Kampagne erstmal. Also ich hatte bei GameStar gibt es so ich glaube GameStar oder GamePro irgendwie 10 Tipps, die man vorher wissen sollte. Und da steht auch, dass du relativ der Hauptkampagne folgen sollst, weil wenn du so rumläufst, wirst du oftmals wieder an Orte kommen, wo du eh in der Hauptkampagne hin musst und dann bist du zweimal da. Also ich würde jetzt erstmal... Also ich würde jetzt erstmal so der Hauptkampagne folgen. Es gibt ja auch, wie gesagt, verschiedene Hauptkampagnenwege. Ja, du kannst ja die Story auch ganz anders spielen. Also das ist es ja. Du musst ja nicht so spielen, wie ich sie jetzt spiele. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Okay, ah, das funktioniert also. Das ist cool. Ruhig jetzt. Ich werde dann irgendwann mal rumreißen und irgendwie die Tage... Also wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen einfach der Story folgen. Wie gesagt, du kannst ja verschiedenes... Du hast ja eben gesehen, ich habe welchen Storyweg... Du kannst ja auswählen allein, welche du gehen willst. Und du kannst... Ich werde dann einfach, wie gesagt, jetzt ein bisschen machen und dann werde ich morgen oder übermorgen einfach mal rumreißen und dann ein bisschen farmen gehen. Ich werde dann mal hier so die Raubzüge machen, die Sachen hier einsammeln. Das sind ja Schätze. Hier zum Beispiel, ich werde jedes einsammeln. Das ist ein Rätsel. Ich werde die Schnellreisen mal machen, hier so in dem Gebiet. Ich werde die Typen hier mal uns holen. Ja, Odyssey, die haben vieles gut aus Odyssey übernommen, ein paar Sachen rausgeschmissen. Ein neues Schnellreiseziel wurde jetzt so viel cool. Andere Sachen wieder reingenommen aus den alten Assassin's Creed-Teilen. Erstaunlicherweise hat nur GameStar das relativ schlecht bewertet. Was ich einfach nicht verstehe. Und die anderen haben sie, andere internationale Spieletester haben das relativ gut bewertet. Kann ich da... Was ist da jetzt als nächstes? Soll ich mal so einen Raubzug hier machen? Yeah.
Das war ein bisschen buggy gerade. Okay, der wirft mit Sachen. Hast du eben hier Schätze. Ja, zum Beispiel Vorräte, da siehst du. Vorräte brauchst du dann, um das ist jetzt eine kleine Plünderung. Also ich glaube, das ist auch nicht der komplette. Ich glaube, da oben war noch mehr. Oder? Ach, guck mal, das ist das, das er wollte ich plündern. Das ist irgendwas anderes hier. Das ist einfach nur so ein kleines Dorf, aber wenn du das eben plünderst. Rückst du eben deine ganzen Materialien zusammen. Kommen die mit? Komm nicht mit. Ja, schon. Ja, also mehr als Watch Dogs. Definitiv. Wir machen mal noch das andere. Ich plündere mal das noch da oben. Also mehr als Watch Dogs. Weil ich mich auch mit dem Setting einfach. Ich muss auch sagen, ich kann mich mit diesem Setting ein bisschen mehr anfreunden als mit dem Watch Dogs. Also ich werde natürlich trotzdem beide Spiele durchspielen. Also ich werde auch Stocks morgen weiterspielen. Steuerung. Segel hoch! Das kannst du erst, ich glaube, das musst du erst leveln. Ja, Geralt auch. Ich habe jetzt die Mods. Ich krieg die Mods nicht alle so installiert, wie ich es gerne hätte. Ich habe ja einen Rechner neu aufgesetzt. Das war mal ein richtiger Raubzug. Musste die Mods neu installieren, aber das funktionierte leider alles nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber ich bin dran. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, weil ich einfach. Die NPCs sind manchmal sehr dumm. Oh, die sind vom Level höher. Scheiße. Aber auch das schaffen wir. Genau, auch das kriegen wir hin. Guck mal, das, unten siehst du ja die ganzen Sachen. Das sind alles Schätze. Die kannst du alles looten dann. Das Kampfsystem. Ich komme mit dem Kampfsystem noch nicht so klar. Schatz. Ein Schatz. Da hinten ist ein Schlüssel. Bisschen Leder, Eisenerz und so. Und das brauchst du dann eben, um deine Siedlung. Ich glaube, das kannst du.
das kann man irgendwie... Ich glaube, das kann man noch. Also... Noch kurz was essen. Das ist gar nicht zu essen. Ich glaube, meine Leute. Doch, da sind sie. Okay. Die sind zu stark für mich. Ich glaube, die. Nee, ich glaube, die. Ja, du kannst die. Da musst du in deiner. In deinem Dorf musst du so ein Haus bauen und dann da kannst du die irgendwie weiter ausbilden. Die waren zu stark, das hast du an dem Totenkopf gesehen. Der hat mich einmal jetzt erwischt und ich war tot. Ein Kloster, das gibt sicher fette Beute. Okay, die Rohstoffe von haben wir noch, die wir gerade da bekommen haben. Okay, dann lassen wir das mal. Ja, Odyssey war ja nicht schlecht. Also, ich fand ja Odyssey... Also ich fand Odyssey nicht schlecht, ich fand Origin und Odyssey richtig gut. Odyssey hatte dann natürlich mehr Wasserschlachten. War das Odyssey? Und ich habe ja gerade mal... ich habe jetzt gerade mal... Wie viele Stunden habe ich jetzt gespielt? 4 Stunden? 5 Stunden? Also ich fand in Odyssey auch diese Kopfgeldtypen da, die da mal angerannt kamen, fand ich so geil. Ich weiß noch nicht, ob ich mir morgen Spider-Man hole. Tatsächlich. Sigurd wird mit den Ragnarssons hier sein. Ich finde es anstrengend, wenn da so 3 von denen drücken. Was meinst du? Hier halten! Erzähl nach. Ja, Freitag kommt. Also, Spider kommt ja morgen. Freitag kommt ja auch noch. COD. Also, ach, es ist. Anstrengend gerade. Sehr anstrengend. Das ist dann Kopfgeldjäger von Odyssey. Ich habe doch teilweise gegen 5 von denen gekämpft. Also. Überhaupt kein Problem mit denen gehabt, tatsächlich. Fand die cool. Irgendjemand wird da drin gerade gequält. Das ist mir aber egal, weil ich erstmal die Kirche hochklette. Das sind über Ragnars Söhne hier aus Vikings. Die wir jetzt treffen. Ich habe vorhin mit der Serie wieder angefangen. Ich habe vorhin die ersten 10 Minuten von der ersten Folge gesehen. Wirst du Freitag die Kampagne von COD spielen?
Ich bin aber tatsächlich überlegen, ob ich Freitagabend noch wieder zurückfahre gleich. Die Kampagne von COD. Eigentlich können sie COD noch eine Woche verschieben. Hast du das nicht vorbestellt, das Spiel? Call of Duty? Bist du Sigurd Strenger? Avago? Eivor. Wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Hey. Was meinst du mit Reichtum und Artefakten? Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Ah, okay. Sag bloß. Ich mag sie schreiend, wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, keine Ahnung. Sachsen-Schwein. Wüte wieder durch die märzischen Felder. Was hat er gerade mit dem gemacht? Ich hätte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Keine Ahnung, was du meinst. Ich habe da nicht aufgepasst gerade. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch. Aber für Mercer ist es Reapedu. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ob? Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Den lag auf kurz nach seiner Weile. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Was siehst du da oben, Sühnen? Wo könnte der Schlüssel sein? Aber ich spiele erstmal, ich würde sagen, ich spiele erstmal Watch Dogs zu Ende und dann wird irgendwo bei eBay Kleinanzeigen einer schon billig das Spiel hier verkaufen für 140 Euro oder so. Warte mal ab. Das ist ein Story-Spiel, das spielen die Leute einmal durch und dann verkaufen sie es wieder bei eBay. Verkauf mich nicht für dumm, Opa. Ich weiß, dass Burgred dir Wehrgeld gegeben. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde.
Ja, so. Ja, dich meine ich. Aber keine Sorge, Ober. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ober und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercia braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages, hoffentlich. Fürs Erste konnten wir uns immerhin einigen. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Cheolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgrat in der Feste von Tamelvjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamelvjord einnehmen, Burgrat absetzen und Cheolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgrat nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Ah, wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar. Und wir werden sie ehren. Cheolwulf hat seinen König verraten. Vielleicht wird er morgen uns verraten. Warum trauen wir ihm? Das kann ich nur mit der Bitte beantworten, mir zu glauben. Ich will nur das Beste für das Königreich Mercia und seine Leute. Und ich will das Beste für meinen Sohn. In Burgrats Mercia, wo Dänen und Sachsen einander täglich ermorden, ist das nicht möglich. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lasst die Pfeile regnen! Die Schlacht beginnt! Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamelvjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Cheolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Die Sage der Königsmacher. Zeig mir, was vor uns liegt. Normalerweise zeigt dir das doch mal mit dem... Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Ah, okay. Empfohlene Stärke 200. Was? Warte mal, da war vor uns auch mit direkt. Macht Platz, wenn ich da lang laufe. Ach, das sind die Dinger. Oh, scheiße, nee.
schon verkackt. Naja, die sind mir egal. Also diese, diese werde ich jetzt nicht sammeln. Okay, was ist das? Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und klumpige Zungen haben. Kannst du das bestätigen? Ach nee. Viele Männer sind laut oder dumm. Beeindruckenderweise bist du beides zugleich. Du bist mir die Zeit nicht wert. Schade. Das ist diese Reime-Geschichte. Komm wieder, wenn du bereit bist, dich zu messen. Okay, das sind also solche Sachen. Segelt nach Südosten! Bringt die Männer zu den Toren von Tamevir! Eivor, ist deine Axt geschärft? Immer. Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja... In diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Cheolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Noch nicht gekrönt, aber schon seinen Nachfolger heranzüchten. Das ist ziemlich kühn. Richtig. Kühne Könige brauchen kühne Söhne. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Hm.